In und um Nashville im US-Bundesstaat Tennessee haben am Dienstag mehrere Tornados zu Toten und großen Schäden geführt. Die Behörden sprachen zunächst von mindestens 25 Opfern. Mehrere Personen werden demnach noch vermisst. Die Wirbelstürme zerstörten auch zahlreiche Gebäude. Zehntausende Haushalte waren ohne Strom, teilte die Feuerwehr mit. Präsident Donald Trump hat angekündigt, die betroffenen Regionen am Freitag zu besuchen und sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen.